Es ist Donnerstag, der 25. Juni 2020. Hier ist das SKB-Journal. Wir haben folgende Themen in der Sendung. Mega-Einsatz, große Razzia gegen Cyberkriminalität. Mühlendammschienen, Boottransport läuft wieder. Und mobile Demo, ZF demonstriert gegen Sparmaßnahmen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SKB-Journal. Am Dienstag kam es zu einer großorganisierten bundesweiten Razzia gegen Cyberkriminalität. Betroffen waren über 300 Ermittlungsverfahren gegen Benutzer der Plattform Crime Network. Über 200 Durchsuchungen wurden durchgeführt. 10 Beschuldigte kamen aus dem Land Brandenburg, darunter auch aus der Havelstadt. Am Mühlendamm können Bootstouristen seit Jahren schon auf einem kleinen Wagen auf Schienen ihr Boot übersetzen. Aber am Anfang der Saison müssen diese Schienen gereinigt werden. Darum kümmert sich seit Jahren ein Team aus Freiwilligen um den Havelstädter Hansi Arndt. Am Mittwoch konnten sie die Schienen dann im gereinigten Zustand prüfen. Alles funktioniert wieder einwandfrei. Überzeugt haben sich davon auch gleich wieder Touristen, die dem Team vor Ort dankten und dann ihre Reise auf der anderen Havelseite fortsetzen konnten. Den Schlüssel für den kleinen Schienentransporter können Touristen bei Wassersport Geisler also direkt neben der Anlage abholen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Am Mittwoch berichteten wir über den geplanten Autokorso der Firma ZF. Ziel des Autokorses war die Regattastrecke, denn dort fand eine nicht öffentliche Betriebsversammlung statt. Donnerstagvormittag trafen sich die Angestellten von ZF vor dem Betriebstor. Mit Fahrrädern, Mopeds, Rollern und Autos bildeten sie einen Autokorso, um gemeinsam zu demonstrieren. Grund für die Demonstration ist der geplante Stellenabbau bei ZF. Der Autozulieferer ZF will in den kommenden Jahren bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Das hatte das Unternehmen Ende Mai angekündigt. Der technologische Wandel und jetzt die Corona-Pandemie treffen das Unternehmen hart, die Nachfrage sei stark eingebrochen. Im Gesamtjahr 2020 werde so ein Umsatzrückgang von rund 1/4 erwartet, hieß es in einem Gespräch mit dem Vorstand Ende Mai. In Brandenburg an der Havel sind Gewerkschaftsangaben zufolge rund 1.600 Menschen beschäftigt. Ob auch dort Stellen wegfallen sollen, ist noch nicht bekannt. Ziel der Gewerkschaft auf der nicht öffentlichen Betriebsversammlung an der Regattastrecke sei, Einzelheiten zu klären und den Erhalt der Arbeitsplätze zu sichern, trotz Krise in der Automobilindustrie und der Corona-Pandemie. Im Wald hinter dem Trechwitzer Reiterplatz brannte am heutigen Donnerstag der Waldboden. Das Feuer breitete sich vermutlich von einem Hochstand in Richtung Mühlenberg aus. Insgesamt kamen 35 Kameraden der Ortswehren von Trechwitz, Prützke, Darmsdorf, Namitz und Lenin zusammen, um zu löschen. Dank ihnen konnte ein großer Schaden verhindert werden. Zudem war es laut dem stellvertretenden Gemeindeführer Thomas Breuschow ein Glücksfall, dass zur Brandbekämpfung Wasser aus der Feldbewässerung des Landwirts Timo Wessels entnommen werden konnte. Wessels stellte auch einen Tanksattelzug zur Verfügung. So konnte der Einsatz nach etwas mehr als 2 Stunden beendet werden. Ja, und noch haben wir die Waldbrandstufe 3, aber wenn die Temperaturen jetzt steigen, dann kann auch die Waldbrandstufe schnell steigen. Und das bringt uns zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Regelrecht sonnig und sommerlich wird es in den nächsten Tagen.
Die Sonne scheint an allen drei Tagen, Freitag bei 28 Grad, am Samstag sogar bei 31 Grad und Sonntag kühlt sich nur leicht ab. Wir erwarten 27 Grad. Für die Nachmittage gibt es teilweise Hitzewarnungen. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Donnerstag. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.